live und in Farbe. Die IT Awards 2022 hier in Augsburg im Hotel Maximilians. Die Tische sind gedeckt, alle sind startklar. Wir freuen uns auf viele Gewinner. Einen wunderschönen Abend. Ich wünsche gute Unterhaltung. There is no gold in this river. Ja, ich muss sagen, nach 2 Jahren Corona-Pause tut es richtig gut, mal zu sehen, dass wieder alle zusammenkommen wollen zu den jetzt 8. IT Awards. Ich möchte mich nun aber bedanken bei den insgesamt 72.000 Lesern, die abgestimmt haben. Es waren auch diesmal wieder mehr als letztes Mal. Und möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie alle gekommen sind. Wünsche Ihnen allen viel Spaß und Erfolg heute Abend und genießen Sie die IT Awards 2022. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich mit einigen von Ihnen heute schon gesprochen habe. Möchte ich bitten, alle einmal aufzustehen, die mir heute schon Ihren Namen genannt haben. Wenn ich Sie mit dem richtigen Namen anspreche, nehmen Sie einfach Platz. Herr Löwisch, Herr Scheuer, Frau Hau, Marc und Gunther. Nassness, Herr Enes, Mr. Ray, the first name is Sudipro. He said that's even difficult for Indians, so that's tough. Herr Naha, Frau Hendricks, ich versuche ein bisschen schneller zu machen. Hier haben wir Ulysses, Katrin, Josef, Frau Pippinger, Herr Bauder, Herr Franzus. Ja. Herr Franzus. Lernen ist das Wichtigste, was wir in Zukunft haben. Trotz IT, trotz Dinge, die für uns Informationen speichern. Und wenn Sie von mir einfach nur mitgenommen haben, lernen kann ja sogar Spaß machen, habe ich schon viel erreicht. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Abend. Dankeschön. Wir kommen jetzt zum Hauptteil des heutigen Abends, warum Sie hier sind. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Teil der Awardverleihung. Ja, es ist mir eine große Freude, nach 2 Jahren Zwangspause Ihnen die Gewinner der Big Data Insider Reader's Choice Awards endlich wieder in einem feierlichen Rahmen verkünden zu dürfen. Wir beginnen mit der Kategorie Analytics. Artificial Intelligence, Machine Learning. Big Data as a Service. Big Data Consulting. Big Data Management und System Tools. Business Intelligence. Et voilà, hier sind sie, die Cloud Computing IT Awards 2022. Die Kategorien der diesjährigen Awards stehen für die wichtigsten Zutaten einer erfolgreichen Cloud-Strategie. Cloud Access Security. Cloud Content Management. Cloud Cost Management. Enterprise SaaS, Managed Cloud Hosting, Multicloud Management. Also, ich finde die Abstimmung in diesem Jahr sensationell, um nicht zu sagen cool. Und damit, liebes Publikum, sind wir auch schon bei der ersten Kategorie, coole Kühlung. Data Center Automation. Hardware für High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz. Intelligente Facility-Komponenten, Multi-Cloud-Plattformen, nachhaltiges Co-Location. Ja, es gibt so ein schönes Kofferwort, das seinerzeit den Stein des Anstoßes gab, um dieses Portal aus der Taufe zu heben. Und dieses macht auch heute den Anfang bei den DevInsider Awards. Es geht um die Kategorie DevOps. Low-Code/No-Code. Observability. Platform as a Service oder kurz PaaS. Teamwork. Testing und Composition Analysis. Hammer! Das nennt sich Kaltfunkeneffekt. Und ich möchte jetzt mit euch, hier war ja gerade eine Kategorie Teamwork erleben, denn wir werden jetzt quizzen.
Ihr werdet euch als Tische zusammenschließen und wir werden gucken, wer hier beim IT Award 2022 der intelligenteste Tisch ist. Guckt euch einmal um, was ihr für Leute am Tisch habt. Wenn ihr sagt, oh, das wird schwierig, könnt ihr euch noch umsetzen. Und die erste Frage lautet, welcher der folgenden Cloud-Sprüche stammt aus einem Pop-Song? There's no cloud, it's just someone else's computer. You can check in every time, but you can never leave. Das muss ich mir nicht merken, das ist alles in der Cloud. Oder nobody understands the cloud. Und der Gewinner ist... Team Kerzenlicht, einmal zu mir auf die Bühne. Euer Applaus. Einmal zu mir auf die Bühne. Team Kerzenlicht. Es ist echt super, Sie oder euch hier zu haben. Nach 2 Jahren Virtualität endlich mal wieder hier in Präsenz anzustoßen, zu feiern und unsere Awards auch direkt zu übergeben. Super. Aber der Reihe nach. Die erste Kategorie, und die ist nicht erst seit Corona gesetzt, heißt Digital Workspace. Network as a Service. Die Netzwerkinfrastruktur. Das Netzwerkmonitoring. Unified Endpoint Management. Das WLAN. In den letzten 2 Jahren hat man manchmal das Gefühl gehabt, dass die Welt so ein bisschen stehen bleibt. Was aber definitiv nicht stehen geblieben ist, das ist die Entwicklung in der Security-Branche. Die Kategorie Access Management. Endpoint Detection and Response Systeme. Enterprise Network Firewalls. SASE. Security Awareness. Seam and SOAR. Sie haben lange warten müssen, aber jetzt kommt endlich der Höhepunkt des Abends, die Storage Insider Awards. So, und die erste Kategorie, die wir haben, ist Archivierung, Backup, Restore und Disaster Recovery. An der Cloud führt kein Weg mehr vorbei und natürlich auch nicht beim Storage. Datenmanagement und Software Defined Storage. Die Enterprise Speichersysteme. Hyperkonvergenzsysteme. Ja, war sehr kurzweilig und mit viel Unterhaltung. Das Quiz hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Ja, sehr gefreut, hier zu sein. Perfekt organisiert. War auf jeden Fall grandios, einzigartig. Tolles Motto mit dem Galaabend und allem. War gelungen. Hat auch Spaß gemacht und unterhaltsam. Wir haben den Platinum Award nach Hause geholt. Zweimal sogar. Das hängen wir neben den Platin Award vom letzten Jahr. Jetzt haben wir schon 2. Ne? Das ist natürlich super Sache. Genau, da freuen wir uns. Ich meine, heute waren es 2 Preise für die SAP. Nächstes Jahr werden es auf jeden Fall 3. Die IT Awards 2022 sind geschafft. Es gab viele glückliche Gewinner. Wir hatten einen tollen Abend, tolle Unterhaltung, wunderbares Essen und das Wichtigste, viele Urkunden und glückliche Leute. Jetzt geht's an die Bar, ein bisschen Get-Together und vielleicht noch einen kleinen Schlummertrunk nehmen. Bis zum nächsten Mal.